Paul hat einen Termin mit Michael. Die beiden haben eine Idee für einen Film. Doch Michael kommt nicht nur zu spät. Er hat auch den USB-Stick mit der letzten Drehbuchversion vergessen. Die Lösung für solche Probleme? Eine Art virtuelle Festplatte. Dropbox, TeamDrive oder Voila sind Dienste im Internet, die genau das bieten. Michael und Paul können so an verschiedenen Orten gleichzeitig am selben Dokument arbeiten. Die Daten landen dabei in der sogenannten Wolke. Das heißt, sie werden via Internet auf verschiedene Server verteilt. Auf Neudeutsch nennt sich das Cloud Computing. Cloud Computing ist die Verlagerung von Datenverarbeitungskapazitäten ins Internet. Mithilfe eines Dienstleistungsanbieters, der bestimmte Datenverarbeitungsphasen, insbesondere auch die Speicherung von Daten, übernimmt. Und das geht so. Mit der Kontoeröffnung bei einem Anbieter laden sich Paul und Michael eine Software auf den Rechner. 1 bis 2 GB Online-Speicher gibt's gratis. Mithilfe der Software können die beiden jede beliebige Datei auf Online-Server verschieben. Die Datei wird dann auf allen Rechnern angezeigt, auf denen die Software installiert ist. Und selbst von unterwegs kann Michael an jedem beliebigen Rechner über die Website des Anbieters auf seine Daten zugreifen. Beide können jetzt Dateien über einen Link miteinander teilen. Auch die Fotos aus dem letzten Urlaub. Und die meisten Anbieter ermöglichen die Nutzung ihrer Dienste auch mit mobilen Geräten wie Smartphones und Tablets. Aber sind Daten beim Cloud Computing überhaupt sicher? Die Verlagerung von Datenverarbeitung ins Netz bedeutet, dass ein Dritter mit seinen Mitarbeitern Zugriff nehmen kann auf diese Daten, jedenfalls grundsätzlich. Ob das im Einzelfall möglich ist, das hängt natürlich davon ab, welche technischen Vorkehrungen getroffen sind. Bei einer wirksamen Verschlüsselung der Daten, die ich selbst vornehme und selbst in der Hand habe, sieht die Sache natürlich schon auch anders aus. Voila und TeamDrive verschlüsseln die Daten bereits vor dem Upload, nicht erst auf dem Server. Damit hat auch der Anbieter selbst keinen Zugriff auf die Daten. Wer mehr als den Gratisspeicher braucht, muss zahlen. 50 GB extra kosten, je nach Anbieter, zwischen 60 und 350 Euro im Jahr. Internetgiganten wie Google sehen im Cloud Computing die Zukunft. Sie möchten nicht nur Speicherplatz, sondern auch Anwendungen und Rechenleistungen ins Netz verlagern. Die gemeinsame Drehbuchfassung ist fertig. Bleibt als Fazit: Cloud-Dienste sind praktisch, aber es wird teuer, wenn es etwas mehr sein darf als der Gratis-Speicherplatz. Und überhaupt, sensible Daten sollte man lieber auf der eigenen Festplatte sichern. Das wäre auch für Michael ein Grund, Paul mal wieder offline zu besuchen.